So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde freier Software und freier Geodaten, ich darf Sie herzlich willkommen heißen in Bonn zur Vosges-Konferenz 2018 und zugleich für mich, meine erste ist die Vosges-Konferenz 2008 gewesen, also von daher jährt sich das mittlerweile seit vielen Jahren Vosges-Konferenz, seit vielen Jahren groß, bedeutsam und so wollen wir natürlich auch bleiben. Bedeutsamer geworden auch, weil viele mittlerweile sagen, beispielsweise vom Ausstellerbereich, nee, die Vosges-Konferenz ist der Bereich, wo wir uns präsentieren. Die Intergeo ist es nicht, muss man an der Stelle auch sagen. Und das finde ich auch toll, dass wir an der Stelle diese Bedeutung haben und diese Bedeutung gewonnen haben. Aber das werden Sie im Laufe der nächsten Tage sowieso alles noch spüren, für die, die neu da sind. Und für die, die die Vosges-Konferenz sowieso schon seit Jahren, vielleicht seit noch mehr Jahren als ich kenne, die wissen das natürlich, dass eine Vosges-Konferenz doch immer auch ein bestimmtes Feeling, eine bestimmte Stimmung hat, die durchaus auch trotz der fast 500 Teilnehmer familiär bezeichnet werden kann. Die Vosges-Konferenz 2018 in Bonn beginne natürlich eigentlich nicht ich, sondern wir sind ja hier in den Räumlichkeiten der Universität Bonn und wir sind vor allen Dingen in der Bundesstadt Bonn und daher möchte ich Herrn Bürgermeister Reinhard Limbach bitten, doch zunächst mit ein paar Grußworten uns in der Stadt willkommen zu heißen, dass wir uns gleich hier heimisch und wie zu Hause fühlen. Bitte Herr Limbach, begrüßen Sie uns doch. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, sehr geehrter Herr Lechner, sehr geehrter Professor Grewe, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Referentinnen und Referenten. Erinnern Sie sich noch an den 21. August 2016? Also ich erinnere mich ganz gut, denn ich durfte teilnehmen an der Eröffnungsveranstaltung der internationalen Phosphor-G-Konferenz im Bonner WCCB, im Plenarsaal des Alten Bundestages. Und es war eine ganz besondere Veranstaltung. Es ist eigentlich immer eine besondere Veranstaltung, wenn man im Plenarsaal ist. Aber es war sehr beeindruckend, hat mir sehr gut gefallen. Wir waren als Stadt sehr stolz darauf, dass Bonn Austragungsort dieser internationalen Konferenz mit etwa 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war. Und heute stehe ich wieder vor Ihnen und darf Sie hier in der Universität zur Vosges begrüßen. Die Vosges ist gewissermaßen die kleine Schwester der internationalen Phosphor-G. Und für Ihre Konferenz haben Sie sicherlich einen wunderbar geeigneten Konferenzstandort ausgewählt. Bonn, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ein internationaler Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort mit insgesamt 20 UN-Einrichtungen und mehr als 150 Nichtregierungsorganisationen. Es ist eine Stadt oder die Stadt der Nachhaltigkeit. Bonn beheimatet unter anderem das Klimasekretariat der Vereinten Nationen. Und gerade für Fragestellungen im Kontext der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, der Sustainable Development Goals, ist auch die Kompetenz in der Geobranche unerlässlich. Die Region Bonn gilt seit Jahren als einer der internationalen Hotspots der Geoinformationsbranche. Renommierte Wissenschaftseinrichtungen, eine innovative Verwaltung und ein breit angelegtes, agiles Unternehmensnetzwerk bilden dabei schon seit Jahren die Säulen der Geokompetenz der Geo-Business-Region Bonn. Bonn hat zudem ein herausragendes Profil in der IT-Wirtschaft. Vor dem Hintergrund hat Oberbürgermeister Ashok Sridharan im Jahr
2016 das Projekt Digitales Bonn mit hochrangigen Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und der Industrie- und Handelskammer Bonn-Rhein-Sieg ins Leben gerufen. Ein Gremium des Projektes, das Innovation Board, besteht aus Experten der regionalen Wirtschaft und Wissenschaft und auch aus dem Geobereich. Die Experten sind für Ideenfindung und Maßnahmenkonzepte verantwortlich. Außerdem gibt es ein Advisory Board aus hochrangigen Führungskräften, die das Konzept als Berater begleiten. Das Ziel ist, den Bekanntheitsgrad der Bundesstadt als digitalen Wirtschaftsstandort zu steigern. Außerdem sollen so neue Arbeitsplätze geschaffen und bestehende Jobs nachhaltig gesichert werden. Zusätzlich beteiligt sich die Stadt Bonn finanziell und ideell an dem digitalen Hub Region Bonn. Der Digital Hub ist die Anlaufstelle für digitale Themen in der gesamten Region. Zudem fördert der Hub junge, digital orientierte Start-ups und Gründer mit Finanzierung, Infrastruktur, Mentoring und Coaching sowie einem einzigartigen Netzwerk an Investoren, Partnern, Unternehmen und wissenschaftlichen Institutionen. Ich hebe den Hub Region Bonn deshalb besonders hervor, da der Hub Bachelorstudierende der Geografie als Start-up fördert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen, Bonn ist auf einem guten Weg, sich dem Thema Digitalisierung zu stellen. Ein breiter Pfad dieses Weges wird durch die Kompetenzfelder der Geobranche gebildet. Ihre Kompetenz passt hervorragend in das Bonner IT-Spektrum, in dem Big Data-Analysen unser Leben verändern werden. Die hier gewonnenen Erkenntnisse können wichtige Beiträge für den Strukturwandel der Digitalisierung leisten. Und am Rande, ich würde mich freuen, wenn Sie neben der Konferenz vielleicht ein wenig Zeit finden oder genügend Zeit finden, sich schöne Eindrücke von der weltoffenen Stadt Bonn zu verschaffen. Wir feiern im Jahr 2020 den 250. Geburtstag des größten Sohnes unserer Stadt, Ludwig van Beethoven. Und das ist sicherlich einen erneuten Besuch wert und ich würde mich freuen, den einen oder anderen von Ihnen dort wiederzusehen. Ich wünsche Ihnen für heute eine lebendige und lebhafte, erkenntnisreiche Konferenz und freue mich jetzt schon auf ein Wiedersehen mit Ihnen in Bonn. Haben Sie vielen lieben Dank. Vielen Dank, Herr Limbach. So, jetzt fühle ich mich schon in der Stadt zu Hause. Jetzt möchte ich mich gerne noch in der Universität zu Hause fühlen. Und das ist jetzt schon langsam der Schritt über den Hausherrn in die Konferenz. Klaus, ich glaube, dir gehören die nächsten Minuten. Angefangen sicherlich mit einer Begrüßung, aufgehört dann mit organisatorischem. So viel möchte ich gleich schon mal vorwegnehmen. Das heißt, wir steigen jetzt wirklich ein in die Konferenz. Ja, vielen Dank. Von meiner Seite herzlich willkommen in Bonn. Bürgermeister Limbach hat, also hier sind wir, Bürgermeister Limbach hat schon eine Menge zu Bonn gesagt. Bonn ist ein guter Ort für eine solche Konferenz. Bonn ist auch ein guter Ort, um GIS und mit GIS und offenen Daten zu arbeiten. Bonn ist ein großer nationaler und internationaler Wissenschaftsstandort. Wir sind die Geobusiness-Region Bonn. Wir bezeichnen uns als GIS-Hauptstadt, weil es, glaube ich, nirgendwo in Deutschland, wenn nicht sogar in Mitteleuropa, mehr Arbeitsplätze, mehr Firmen, mehr Institutionen gibt, die sich mit Geodaten und Geodatenverarbeitung befassen. Und passend zu dieser Konferenz sind wir, glaube ich, nicht nur die GIS-Hauptstadt Deutschlands, sondern wir sind auch die VOSGIS-Hauptstadt Deutschlands, weil es, glaube ich, keine
keinen Ort in Deutschland gibt, wo mehr Firmen mit freier Software und offenen Daten Geschäftsmodellen arbeiten. Daneben sind wir UN-Standort mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit und Entwicklung und wir sind eine Bundesstadt mit sehr starken GIS- und Fernerkundungseinrichtungen. Kommen wir zur Uni Bonn. Sie sind im richtigen Jahr hier. Wir feiern in diesem Jahr unseren 200. Geburtstag. Auch diese Konferenz empfinden wir als einen kleinen Teil dieser Geburtstagsparty. Wir haben 34.000 Studenten und zurzeit 545 Professoren, wobei die konkrete Zahl eigentlich täglich wechselt. Ich würde gern also auf diese 200 Jahre nochmal eingehen und vielleicht einfach nur so, um diese 200 Jahre im Zeitraffer einmal an uns vorbeilaufen lassen, ein paar von unseren Alumnis aufzeigen. Und das ist die Gründungsurkunde, die hat Friedrich Wilhelm von Preußen offensichtlich sehr widerwillig unterzeichnet. Er musste lange überredet werden, es gab keinen Gründungsakt, er ist nicht nach Bonn gekommen, um diese Urkunde zu unterzeichnen. Ihm war das alles viel zu freiheitlich, was mit der dritten preußischen Reformuniversität passieren sollte. Und ich glaube, um frei und Freiheit geht es, glaube ich, in vielen Punkten, die wir jetzt und in den nächsten Tagen tun und in denen es, glaube ich, auch in den letzten 200 Jahren an dieser Universität, die mit größeren Freiheiten als klassische europäische Universitäten ausgestattet worden war und die sich erhebliche Freiheiten in diesen 200 Jahren, Sie haben das, glaube ich, an der Reihe der Alumnis gesehen, wenn man sich mit deutscher Geschichte befasst, dann ist nicht alles schön, sondern man weiß auf einmal, dass es irgendwie verschiedene Optionen im Leben und in der Geschichte gibt und man sich vermutlich entscheiden muss, wo man hingehört und welche Prioritäten man verfolgt. Und das Thema Freiheit steckt in unserem Thema drin, freie Softwarenutzung und freie Datennutzung. Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, dann gibt es so eine Grundtendenz, die uns sagt, wenn wir 200 Jahre zurückblicken oder auch wenn wir nur 20 Jahre zurückblicken, eigentlich ist es besser geworden. Die Freiheiten bei der Datennutzung haben zugenommen. Die Bedeutung von Daten- und Softwarenutzung für die Freiheit hat zugenommen. Wir denken an den arabischen Frühling, von dem alle gesagt haben, das war eine Social-Media-induzierte Revolution. Aber wenn wir uns die aktuellen Entwicklungen der letzten Tage angucken, dann merken wir, so richtig positiv ist die Entwicklung nicht, sondern es gibt enorm viel zu tun, um die Freiheit der Datennutzung, die Freiheit der Softwarenutzung, die Freiheit der Informationen über uns selber und wie wir uns darstellen oder auch gesehen werden wollen, zu verteidigen. Und was mich persönlich bei dieser Sache so erschreckt hat, war, bisher dachte man, die Social Media, die sammeln irgendwie Daten über uns in großen Mengen, weil man das werbewirtschaftlich verwerten kann, also uns die bessere Zahnpasta und das coolere Handy anzubieten. Aber offensichtlich geht es nicht darum. Offensichtlich geht es darum, Wahlen zu manipulieren, Freiheiten einzuschränken, in Demokratie einzugreifen. Und das macht uns, glaube ich, sehr, sehr deutlich, dass das, was wir uns irgendwie vornehmen hier, dass wir freien Zugang zu Daten fordern, dass wir freie Instrumente für die Nutzung von Informationen und die Verbreitung von Informationen und die Freiheit dessen, was eigentlich an Informationen genutzt wird und verbreitet wird, fordern, ist, glaube ich, inzwischen jedem klar geworden, das ist ein sehr wichtiges Thema. Das passt sozusagen zu 200 Jahren Entwicklung von akademischen Freiheiten, die keine akademischen Freiheiten sind, sondern eigentlich etwas mit der Freiheit des Menschen und seiner Möglichkeiten zu tun hat. Von daher glaube ich, ist es ein guter Ort, ein guter Zeitpunkt für eine Konferenz über freie Geodaten und freie geodatenverarbeitende Werkzeuge.
Ich will nicht zu tief in den Inhalt gehen. Die Organisatoren haben mir gesagt, ich möge aufzeigen, was alles organisatorisch noch zu beachten ist. Das gehört natürlich auch zu diesen Freiheiten. Wir sind hier, da sind wir, das ist der Wolfgang-Paul-Hörsaal. Der versteckt sich so ein bisschen, da ist er, da. Der versteckt sich so ein bisschen hinter den Bäumen. Wir sind nur heute und nur jetzt hier. Ansonsten findet die gesamte Konferenz in drei Gebäuden statt. Diese drei Gebäude liegen gegenüber von diesem Poppelsdorfer Schloss entlang dieser Straße, die Meckenheimer Allee heißt. Das ist die Geografie, an der sind Sie alle vorbeigegangen, weil Sie hier eingecheckt haben. Das ist das alte Kartografiegebäude der Universität, in dem sind welche. Und hier links daneben, wir sehen es gleich auf der Karte, ist das Geozentrum. Also, wir sind im Wolfgang-Paul-Hörsaal. Das ist hier. Die Kreuzbergallee oder Wolfgang-Paul-Allee verbindet den Wolfgang-Paul-Hörsaal mit der Meckenheimer Allee. Jedes zweite Gebäude an der Meckenheimer Allee, also dieses Geografisches Institut, Institut für Geodäsie und Geoinformation und Geozentrum, sind die drei Gebäude, in denen unsere Konferenz stattfindet. Und wer, also es gibt in der Geografie und im Geozentrum ein Mittagssnack, wem das nicht reicht. Es gibt die Mensa, dieser Badge berechtigt irgendwie zur Einnahme beliebiger Mahlzeiten in der Mensa, die schreiben sich das einfach auf. Die finden Sie hier, die ist auch einfach zu finden. Alle Straßen, die in diese Richtung gehen, also die Richtung, die Sie auch gerade eben gegangen sind, landen im neuen Campus der Universität. Und ganz am Rande dieses neuen Campus gibt es ein großes Gebäude, da steht Mensa dran. Das finden Sie, wenn Sie zum Beispiel aus dem Geozentrum herausgehen und eine der beiden Straßen, die das Geozentrum einrahmen, in diese Richtung gehen, dann landen Sie hier in dem neuen Campus und durch den neuen Campus kommen Sie zur Mensa. Wie gesagt, wir sind hier in eigentlich sehr schönen und ehrwürdigen alten Räumlichkeiten. Das führt aber dazu, wir haben nicht eine große Halle, wo sich alle Teilnehmer treffen müssen oder können, was, glaube ich, aber kein Problem ist. Die Kaffeepausen sind möglicherweise ein bisschen eng. Wir haben lange diskutiert, ob man die Teilnehmerzahl weiter einschränken müsste, damit es beim Kaffee nicht so lange Schlangen gibt, aber wir dachten, das ist möglicherweise das kleinere Hindernis, das man ganz gerne in Kauf nimmt. Kaffeepausen gibt es im Geografischen Institut und im Geozentrum, sowie an dem Bütchen, dem Welcome Desk. Und manchmal, glaube ich, kann es ein bisschen eng werden. Mittag steht Ihnen die Poppelsdorfer Mensa, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, zur Verfügung. Einfach den Badge vorzeigen. Die Wege sind auch alle ausgeschildert. Mittagsimbiss gibt es in den beiden Hauptgebäuden. Also, da ist die Mensa, hier sind die beiden Gebäude, in denen hauptsächlich die Veranstaltung stattfindet, ein bisschen findet auch hier statt, diese Richtung, und Sie finden ohne Schwierigkeiten die Mensa. Parallel zur eigentlichen Foskes-Konferenz findet der OSGEO Codesprint im Basecamp in Bonn statt. Falls Sie sich mit den Codesprintern treffen wollen, die haben sich zwei Lokalitäten ausgesucht, das Namenlos in der Bornheimer Straße und das Pavlo in der Heerstraße. Also wer die Codesprinter treffen möchte, findet die abends da, sofern die nicht Codesprinten. Ich bin mir nicht sicher, ab wann die abends da aufschlagen, was ich gesehen habe. Und es gibt heute Abend den Social Event Campus Dialoge, der findet heute Abend statt, in der Mensa. Endet um 20.30 Uhr, ich soll sagen, wer dann noch da ist, also alle bleiben bitte, der hilft beim Abbau, wenn alle bleiben, geht es ganz, ganz schnell. Jeder nimmt sein Glas und stellt es irgendwie in den Korb und dann sind wir fertig. Und es gibt noch Tickets, stimmt das? Ein paar, also beeilen, wenn man noch welche haben will. Okay, Gepäck und Garderobe. Gepäck kann heute und am Freitag aufgegeben werden. Wir haben einen Raum in der Geografie dafür beschlagnahmt. In den Hörsälen gibt es Kleiderhaken, beim Campusdialog gibt es eine Garderobe. Ich würde empfehlen, behalten Sie Ihre Jacken bei sich. Es ist doch noch kalt zwischen den Gebäuden. Es ist zwar nicht weit, aber man muss raus. Und die Koffer können im gelben Saal, das ist im Erdgeschoss der Geografie, heute und am Freitag zur Aufbewahrung abgegeben werden. So, letztes ist, es geht um Ihr Geld.
Sie wissen, die Phosphor G findet in diesem Jahr in Dar es Salaam statt und es soll wieder ein Travel Grant Programm dazu geben und dafür wird nach Spenden gesucht, weil man es Leuten ermöglichen möchte, die keine andere Möglichkeit haben, dort teilzunehmen, dahin zu kommen. Auf der Phosphor G UK wurden 440 Euro von nur 150 Leuten gesammelt. Diese Hürde wollen wir reißen, ne? Hier. Und deshalb gibt es eine Spendenbox am Vosges-Stand. Okay, das war's zu den organisatorischen Punkten. Ich glaube, es wird eine sehr spannende Veranstaltung. Sie ist groß, wir haben sehr viele Teilnehmer. Wir hätten mehr haben können, aber irgendwann waren die Kapazitäten begrenzt. Ich glaube, es lohnt sich und ich wünsche Ihnen viel Spaß, viel Erfolg und gute Erfahrungen auf dieser Konferenz. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Jetzt fühle ich mich auch in der Universität angekommen. Weiß, wo ich hin muss, wenn ich Hunger habe, weiß, wo ich hin muss, wenn ich eine Party feiern will und weiß, wo ich hin muss, wenn ich Coder, Hacker gerade beim Codesprint treffen möchte. Der Vosges e.V., der die Vosges-Konferenz seit vielen, vielen Jahren veranstaltet, hat 225 Mitglieder derzeit. Das heißt, wenn Sie schon am Vosges-Stand sind, um für das Travel Grant Programm zu spenden, dann überlegen Sie sich doch auch gleich, ob Sie nicht Mitglied beim Vosges e.V. werden und den Vosges damit und auch die Konferenz unterstützen. Die Mitgliedsbeiträge sind verschwindend gering. Normaler Jahresmitgliedsbeitrag sind lediglich 30 Euro, denn es geht uns nicht darum, uns darüber zu finanzieren. Dafür haben wir ja tatsächlich die Konferenz, um Gelder zu akquirieren, die wir dann für unsere gemeinnützigen Zwecke einsetzen können, sondern es geht uns einfach darum, über mehr Mitglieder auch noch mehr Gewicht zu bekommen, auch wenn wir sagen müssen, 225 Mitglieder, ja, aber jedes Jahr eine Konferenz, die in der Größenordnung von 500 Teilnehmern und Teilnehmerinnen ist, das ist natürlich schon auch etwas, was generell Gewicht hat. Den Vosges e.V. gibt es tatsächlich erst seit 2008. Das heißt, die Vosges-Konferenz, meine erste, die hat noch einen Verein organisiert, der noch krass Anwendervereinigung hieß und der hat sich erst danach umbenannt in Vosges e.V. Den Verein an sich gibt es allerdings schon seit 2000 Jahren. Entschuldigung. Ah, jetzt fängt das schon wieder an. Letztes Jahr war es immer das Datum, das Datum ist es jedes Jahr. Seit 2000 natürlich, aber meins war zumindest richtig, das ist auch heute noch der Vereinssitz. Was macht der Vosges e.V.? Der Vosges e.V., außer Mitglied zu werden, können Sie natürlich auch jederzeit spenden und selbst ohne Mitglied zu werden, können Sie mitwirken, indem Sie sich einfach an den Projekten beteiligen, die sich im Bereich der freien Software und der freien Geodaten bewegen. Dazu müssen Sie kein Programmierer sein, dürfen aber. Es gibt viele andere Möglichkeiten, sich dazu zu beteiligen. Kommen Sie an den Vosges-Stand. Wir klären Sie gerne darüber auf, wie Sie mitmachen können. Und die beste Möglichkeit, sich natürlich zu beteiligen, oder eine sehr gute ist, die Vosges-Konferenz selbst mal an dem Standort, wo Sie zu Hause sind, zu organisieren. Zugegeben, es ist nicht wenig Arbeit, die man vor Ort hat, aber es gibt eine große Unterstützung von Engagierten, die das jedes Jahr machen, also auch eine zentrale Organisation. Und von daher ist das, glaube ich, doch noch überschaubar und vor allen Dingen leistbar. So, was macht der Vosges e.V.? Denn einfach so zu sagen, werden Sie doch Mitglied, ist natürlich ein bisschen wenig. Die Vosges-Konferenz kennen Sie vielleicht, aber der Verein macht noch deutlich mehr. Wir organisieren regelmäßig mehrmals im Jahr Hacking-Wochenenden, um auch die Projekte wirklich voranzubringen. Da treffen sich dann, finanziert durch den Vosges e.V., das heißt, Unterkunft und Verpflegung wird an der Stelle gestellt. Bei jedem Hacking-Wochenende, und wir haben so 2, 3, manchmal auch 4 im Jahr, treffen sich etwa 25 engagierte Aktive, die ein Wochenende zusammen meist in Essen im Linux-Hotel verbringen und danach wirklich die Softwareprojekte weitergebracht haben, Fehler entfernt haben, neue Funktionen eingebaut haben
oder einfach nur zusammen Erdbeerkuchen belegt haben und über die Philosophie der freien Software diskutiert haben. Die Vosges-Konferenz, gut, die kennen viele von Ihnen schon, die sie noch nicht kennen. Gut, der Vosges e.V. wird 10 Jahre alt unter dem Label, ein Grund zum Feiern. Es ist zugleich aber die 13. Vosges-Konferenz unter dem Namen, was automatisch deutlich macht, dass es die Konferenz vom Namen her schon länger gibt, als der Verein diesen Namen trägt. Wir sind mittlerweile zum zweiten Mal in Bonn, denn die erste Konferenz fand tatsächlich in Bonn statt und jetzt wieder. Auch Berlin war bereits 2-mal vertreten. Die anderen Standorte, die Sie hier lesen, Freiburg, Hannover, Osnabrück, Heidelberg und so weiter, haben es erst 1-mal geschafft. Von daher ist es kein Grund zu sagen, bei uns war die Vosges-Konferenz ja schon mal, einfach nochmal zu machen. Bonn und Berlin machen es vor. Nehmen Sie sich das als Vorbild. Damit Sie sich zurechtfinden, haben Sie, irgendwo lag es hier rum, jetzt ist es weg, so ein kleines Programmheft bekommen. Da sind auch Karten drin, damit Sie die Mensa auch finden, wenn Sie die Folien vom Herrn Grewe vergessen. Da können Sie immer nachgucken, wo die Mensa ist. Sie finden da natürlich auch alle Vorträge, die wir anbieten, Lightning Talks, Hinweis auf den OSM-Samstag, alle Workshops, auch alle Social Events und auch Informationen zur Mitgliederversammlung des Vosges e.V., zum Anwendertreffen. Letztendlich ist alles wie gewohnt und doch irgendwie ist alles anders auf jeder Vosges-Konferenz. Der richtige Moment an der Stelle natürlich auch den Firmen zu danken, die die Vosges-Konferenz auch finanziell unterstützen. Denn allein aus den Teilnehmerbeiträgen könnte sich die Vosges-Konferenz vielleicht gerade so tragen. Allerdings, also die genauen Bilanzen an der Stelle habe ich tatsächlich nicht parat, aber man muss sagen, dass die Gesamtbilanz der Vosges-Konferenz doch aus Vereinssicht immer sehr positiv ist. Das liegt auch an den Sponsoren, an den Geldern, die da zur Verfügung stehen, denn alles, was unterm Strich übrig bleibt, hat der Verein als gemeinnütziger Verein zur Verfügung, um seine Ziele weiter zu verfolgen und für gemeinnützige Zwecke einzusetzen. Und da sind wir letztendlich allen dankbar, die hier teilnehmen, damit ihren Beitrag leisten und allen dankbar, die als Sponsoren hier aktiv sind, die Firmen GeoCat, Ware Group und Terrestris in diesem Jahr als Goldsponsoren, GeoInfo als Silbersponsor und die anderen Sponsoren, die Sie hier noch sehen, die ein Bronze-Sponsoring-Paket gebucht haben und uns damit unterstützen. Omniscale, Mundialis, GBD, SourcePole, Map Webbing, 52 North, Geosys, GKG, die Küstenschmiede und Latlon. Wer kein Geld bezahlt und uns damit unterstützt, aber dennoch auf der Liste der Sponsoren genannt werden muss, sind Projekte und Initiativen, die an der Stelle uns ja, mit materiellen Dingen unterstützen. Ein besonderer Dank an der Stelle auch an das OSGeoLive-Projekt, das aus der OSGeoFoundation entstanden ist und die regelmäßig eine Live-DVD, ein Live-Image herausbringen, jedes Jahr neu mit aktuellen Software-Versionen. Warum benötigen wir das? Einerseits natürlich, weil viele, die neu in den Bereich Open Source kommen, damit ein Werkzeug an der Hand haben, erstmal die Sachen auszuprobieren. Aber wir brauchen es konkret einfach auch zum Durchführen der Workshops. Das war früher sehr viel Aufwand, die entsprechenden Pakete auf irgendwelchen universitären Rechnerpools bereitgestellt zu bekommen. Und da ist mit dem OSGeoLive-Projekt und der damit verbundenen Bereitstellung der Software einfach ein wunderbares Werkzeug vorhanden, dass wir die Workshops sehr gut und technisch einfach realisieren können. Dank außerdem geht an das Videoteam des Chaos Computer Club, weil die uns seit vielen Jahren begleiten und die Konferenz praktisch live und auch im Nachgang vollumfänglich frei zur Verfügung gestellt werden kann.
Das heißt, eigentlich müsste man überlegen, warum fahren die Leute überhaupt noch hierher? Die Vorträge können ja alle live oder im Anschluss verfolgt werden, aber das Miteinander sich unterhalten und das Familiäre zieht eben trotz alledem so viel, dass wir sagen können, wir haben eigentlich kaum genug Platz, um alle, die uns hier treffen wollen, auch wirklich beherbergen zu können. Das ist toll. Zusätzlich ist es so, dass die Vorträge, die hier gehalten werden, vollumfänglich von der TIB bibliothekarisch archiviert werden. Das heißt, Sie können die Vorträge zwar im Nachgang auch auf YouTube anschauen, aber die Frage ist natürlich, wie nachhaltig das Ganze ist, ob die Sachen da auch irgendwann mal wieder weg sind, verschwinden in 5 oder 10 Jahren. Die TIB hat mit ihrem AV-Portal es sich zum Ziel gesetzt, hier auch solche graue Literatur letztendlich zitierfähig zu machen. Das heißt, alle Vorträge, die hier sind, werden bibliothekarisch archiviert, verfügbar gemacht, bekommen einen Digital Object Identifier. Das heißt, die sind wirklich für die Nachwelt auch langfristig gut erhalten. Und als letztes in dieser Sparte möchte ich noch den Wichmann Verlag erwähnen, der uns mit Bücherspenden unterstützt. Die Bücher, die Sie bei der Abschlussveranstaltung am Freitag dann auch gewinnen können, weil da wird es eine entsprechende Verlosung geben. Alle, die hier die Foskis-Konferenz nicht zum ersten Mal besuchen, kennen das natürlich. Jetzt hatte ich gesagt, alle Vorträge live, das ist natürlich für alle die wichtig, die heute gar nicht da sein können, oder für alle die, die irgendwann das Gefühl haben, nee, jetzt nochmal in den Hörsaal setzen, ich bin gerade ja, zu voll, ins Hotel, im Hotel nach 5 Minuten ausruhen, merken Sie, oh, ich habe doch irgendwie wieder Energie, dann können Sie ja da Ihren Rechner aufklappen und können sich einlinken. Also unter streaming.media.ccc.de werden alle Vorträge live gestreamt und nach der Konferenz, wie erwähnt, auf dem YouTube-Kanal des Foskis e.V. oder auf dem AV-Portal der TIB. Auch sehr praktisch, wenn man doch mal in ein Gespräch im Ausstellerbereich vertieft ist und dadurch einen Vortrag nicht ganz hören kann, dann kann man den im Nachgang hören. So, Öffentlichkeitsarbeit tun wir natürlich auch als Verein, indem wir auf unterschiedlichen Messen und Ausstellungen versuchen, präsent zu sein. Wir sind aber auch das Local Chapter der OSGEO Foundation, also unserer internationalen Partnerorganisation, und haben seit diesem Jahr mit Astrid Emde auch ein Mitglied aus unserem Verein im dortigen Board, also im dortigen Vorstand. Vielen Dank an Astrid, dass sie sich da in dem Bereich auch auf internationaler Ebene engagiert. Wir sind außerdem, was die OSGEO macht, der Codesprint ist schon seit vielen immer mal wieder erwähnt worden. Ich habe ein paar Eindrücke mitgebracht, die seit Sonntag entstanden sind, und habe ein bisschen Statistik gemacht. Das ist wirklich ein Codesprint, der von Sonntag bis Sonntag geht, bei dem 25 Nationen beteiligt sind, bei dem es gutes Essen gibt, viele Projekte, und wir haben mal so ein bisschen gerechnet, wie viel da einfach so an Manpower eigentlich zustande kommt. Es sind ungefähr 100 Personen da, nicht den ganzen Zeitraum, aber kalkulieren Sie mal so ganz grob, dass da etwa in einer Woche 3000 Arbeitsstunden runtergerissen werden, mindestens. Das heißt, 2 Mannjahre an Entwicklungsarbeit geleistet werden, und das ist an der Stelle sicherlich immens. So, das Travel Grant Programm kann ich überspringen, das hat Klaus Grewe schon erwähnt. Von daher der letzte Teil, bevor wir wirklich inhaltlich in die Konferenz einsteigen. Was ich noch erwähnen möchte, der Foskis e.V. ist seit diesem Jahr auch offizielles Local Chapter der OSM Foundation. Das heißt, auch wenn wir schon lange uns als Repräsentant für OSM irgendwie eingesetzt haben und auch viel angesprochen wurden, jetzt sind wir es auch offiziell. Der Foskis e.V. ist Ansprechpartner für das OpenStreetMap-Projekt in Deutschland. Und das bedeutet auch am OSM-Samstag auf der Foskis-Konferenz, das ist sozusagen das erste Mal, dass wir das auch so richtig offiziell als Local Chapter tun können. So, jetzt wissen Sie, wie viele Mitglieder wir haben und warum es sich lohnt, Mitglied bei uns zu werden. Drei Ankündigungen möchte ich noch schnell nachreichen. Campus-Dialoge war erwähnt worden. Foskis-Mitgliederversammlung am Donnerstag, bis dahin Mitglied werden oder als Gast vorbeischauen.
Und wir haben auch immer Fragebögen, wie Ihnen die Konferenz gefallen hat, die wir nutzen, um die Konferenz noch besser zu machen. Die werden hier am Hörsaal ausliegen und werden auch am Voskesstand ausliegen. Von daher können Sie damit uns entsprechend ein Feedback geben. Danke.